Wir konnten allen unseren Augen nicht trauen, als wir das erste Mal in Barcelona angekommen sind. Angekommen im Fahrerlager bauten wir die Box auf. Wir waren vor unserem Teamchef da, hat uns in dem Sinne auch erstmal gefreut. Wir konnten im Prinzip jeden einzelnen Schritt mitbekommen. Über alle Autos sind angekommen, der Anhänger wird geöffnet. Wir sehen das erste Mal unsere Motorräder, die vorbereitet wurden. In dem neuen Design fürs 24-Stunden-Rennen, zumindest für uns war es ein neues Design. Die meisten haben es schon gesehen, wurde aber leicht abgeändert. Haben wir die Boxen bezogen, haben die Motorräder vorbereitet, erstmal warm laufen lassen, nochmal den letzten Check gemacht, haben unsere Kombis, wir Fahrer, aufgehangen, Airbags nochmal aufgeladen, technische Abnahme am Vortag war noch und dann haben wir uns langsam für den ersten Tag vorbereitet. Ich bin abends mit voller Aufregung schlafen gegangen, hatte einen kleinen Kloß im Bauch, könnte man sagen, der sich gefreut hat, aber auch Aufregung. Am Anfang des Jahres waren wir bei unserer Saisonvorbereitung einen Tag in Barcelona gewesen, wo wir auch leider einen Crash hatten durch einen Vorderradrutscher. Dementsprechend war alles so ein bisschen zwiegespalten. Nachdem wir die ganze Box bezogen hatten, aufgebaut hatten, das Catering zu sich gefunden hat, das Catering, seine Zelte und die Küche aufgebaut haben, haben wir uns das erste Mal zum Teammeeting getroffen. Wir waren insgesamt mit knapp 25 Leuten da. War dann schon sehr beeindruckend, auch einfach nochmal zu sehen, wenn 25 Leute am Tisch sitzen, der Teamchef aufsteht und in dem Sinne eine Rede hält. Wir haben direkt am ersten Tag mittags den ganzen Ablaufplan für das ganze Wochenende bekommen, haben einmal grob drüber gesprochen, was ansteht, was noch gemacht werden muss, wie die Vorbereitungen aussehen. Und das war's dann auch. Das Ganze war in dem Sinne unkompliziert. Wir sind am Mittwoch angereist. Donnerstag war ein Trainingstag und Freitag war ein Trainingstag. Freitag haben wir uns alle am meisten drauf gefreut. Um 22 Uhr hat das erste Nachttraining begonnen. Das war für uns einer der mit aufregendsten Erfahrungen. Ich denke, sowohl als Fahrer, auch als Helfer, über einen Kameramann brauchen wir gar nicht sprechen. Das erste Mal zu filmen, um überhaupt alle Lichter einzufangen oder nicht einfangen zu können. Ich denke, es war für alle eine sehr spektakuläre Erfahrung, die uns keiner mehr nehmen kann. Hat mich aber mega gefreut, als wir morgens aufgewacht sind, nachdem wir gefrühstückt hatten. Ich bin jemand, der normalerweise nicht frühstücken kann. Haben wir uns die Kombi angezogen, beziehungsweise ich war der dritte Fahrer, der rausgefahren ist. Die anderen beiden haben das Motorrad in dem Sinne einmal warm gefahren, noch einmal alles getestet und geguckt, ob Stummel, Lenkerposition, weil das Motorrad komplett neu aufgebaut wurde, ob alles passte. Und als ich endlich dran gekommen bin oder fahren durfte, Helm aufgezogen habe, mich vorbereitet habe, ging die Aufregung natürlich einmal durch den ganzen Körper. Als wir endlich rausgefahren sind, war ich auch gleich nach 3-4 Runden im Flow, direkt auf den Rundenzeiten, wie am Anfang des Jahres unterwegs. Hat auch nicht lange gedauert, als dann die erste 1,50 im Laptimer stand. Das waren schon mal 2 Sekunden schneller als am Anfang des Jahres. Für euch als Referenzzeit, ein Florian Alt ist zu ganz guten Zeiten um die 1,44, 1,45 gefahren. Ist noch ein weiter Weg, aber ich denke, für den ersten Stint war das für uns und für das ganze Team, für jeden Fahrer, eine sehr, sehr aufregende Erfahrung. Am Samstag haben alle 4 Fahrer genau 30 Minuten Quali. Bedeutet, jeder Fahrer hat sein eigenes Quali, was wirklich so ein bisschen den Druck genommen hat, auch vor allem den Zeitdruck, eine vernünftige Zeit rauszupressen. Ich hatte in meinem Quali das Vergnügen mit dem Katalan-Team. Katalan-Team ist ein Team, was auf Kawasaki ebenfalls unterwegs ist wie wir, was die letzten 3 Jahre das 24-Stunden-Rennen gewonnen hat, wo EWC-Fahrer unter Vertrag stehen, beziehungsweise an dem 24-Stunden-Rennen in Barcelona dran teilgenommen haben, hatte ich die Ehre, in meinem Quali mir das 2 oder 3 Runden von hinten anzugucken. Der hat mich auch im Quali auf meine Zeit gezogen, kann man wirklich so sagen. Es war für mich das
erste Mal, dass ich hinter einem so erfahrenen Mann-Fahrer hinterhergefahren bin, der aus dem ganzen WM-Zirkus, aus dem WM-Geschehen kommt, wo ich allein in diesen drei Runden mir einiges abgucken konnte. Es war wirklich spektakulär. Durch die Zeit, die ich dann gefahren bin, habe ich das Motorrad in meinem ersten Quali direkt auf den dritten Platz in der Gesamtwertung gestellt, worüber ich bis heute noch ehrlich gesagt stolz bin und es nicht glauben kann, dass wir vom Speed her auch so schnell so vorne dabei waren. Ich bin mir nicht mehr zu 100% sicher, dürfte aber eine 47 hoch gewesen sein. Und es ging in die richtige Richtung, wir waren alle motiviert, die Motorräder haben gehalten und alle Fahrer waren gut drauf. Thema Motorräder halten. Ich glaube, ich habe eine kleine wichtige Info für euch vergessen. Wir hatten drei Ersatzmotoren dabei. Vielleicht habt ihr sie auch schon in einem kleinen Videoausschnitt gesehen. Die standen bei uns in der Box, in der Ecke. Sie waren nicht alle für uns gedacht. Wir hätten sie aber vielleicht am Ende des Tages alle gebraucht. Wir haben uns vorbereiten wollen und natürlich in das 24-Stunden-Rennen mit einem fast neuen Motor starten wollen. Dementsprechend haben wir morgens fürs Warm-up am Freitag, kurz bevor die Quali starten, einen neuen Motor eingebaut, damit er auch noch mal ein paar Kilometer bekommt, um zu gucken, ob alles funktioniert und dicht ist. Unser lieber Sascha ist im Warm-up morgens rausgefahren, hat direkt nach drei Runden festgestellt, dass dieser Motor ganz dolle vibriert und komische Geräusche von sich gibt. Es war aber nichts zu sehen, nichts zu hören und auch nichts zu riechen, als er in die Box gekommen ist. Dementsprechend schickten wir mit einem komischen Bauchgefühl unseren lieben Stefan raus, der nach drei Runden die Ziellinie nicht mehr überquert hat. Sascha hatte recht, wir hatten einen Motorschaden aus unerklärlichen Gründen. Ein originaler Motor, weil ich auch schon viele Kommentare bekommen habe, dass wir keine Leistung mehr in unseren Motor einbauen sollten. Nein, wir haben keine Leistung drin, wir haben originale Motoren, aber dieses Jahr einfach nur verdammt viel Pech. Nachdem ich meine Aufregung dieses Jahr sowieso nicht im Griff habe und ich zu meinem ersten Stint in der Nacht gerufen wurde, den Helm aufhabe, mit Kishi nochmal abgeklatscht habe, bevor ich aufs Motorrad steige, von Philipp noch einen Klatsch auf den Hintern bekommen habe, steige ich aufs Motorrad. In meiner ganzen Fummeligkeit und Aufregung fahre ich aus der Box raus, wundere mich, warum ist es so dunkel. Ihr könnt es euch nicht vorstellen. Schaue vorne über die Stummel, über die Gabelbrücke in die Maske rein und sehe, dass diese ganze Front von innen ausgeleuchtet ist. Dementsprechend war für mich das Thema Licht durch. Ich wusste, dass die Scheinwerfer an sind und habe mich aufs Fahren konzentriert. Nach der zweiten Runde sehe ich an unserem Pitboard Lichtausrufezeichen. Ich habe ganz schnell festgestellt, dass ich ohne Licht gefahren bin. Wir hatten oberhalb von der Gabelbrücke zwei Knöpfe, für einen Scheinwerfer links, einen Scheinwerfer rechts und habe dann festgestellt, dass ich ohne Licht gefahren bin. Was habe ich vorne in der Frontverkleidung gesehen? Und zwar müssen wir bei den 24-Stunden-Rennen nicht nur eine Lichtanlage fahren, sondern natürlich müssen auch die Startnummern beleuchtet sein. Aber diese ganzen Punkte oder Faktoren, an die denkt man auch nicht unbedingt, wenn du gerade aufs Motorrad gestiegen bist, durch diese Boxengasse fährst, wo du eh nicht viel siehst, alle Boxen voll sind, überall Motorräder sind, laute Geräusche, die mit dir an 300 vorbeifahren, da denkst du an alles, aber nicht daran, dass die Startnummer beleuchtet ist. Nachdem ich das Licht eingeschaltet habe, verbesserte sich meine Rundenzeit auch kurzerhand um 2 Sekunden. Wir hatten abgesprochen, weil das Nachttraining auch nur in Anführungszeichen 1,5 Stunden ging, dass jeder Fahrer vorerst nur 8 Runden fährt. Dementsprechend hatte ich auch nur weitere 4 Runden mit Licht. Die habe ich sauber und vernünftig absolviert, bin in die Box reingekommen und war im ersten Moment auch erleichtert. Warum war ich erleichtert? Erleichtert war ich aus dem Grund, für mich war es das erste Mal, nachts bei 300 anzubremsen, in den zweiten Gang runterzuschalten und in die erste Schikane einzubiegen, dass der Ellbogen auf dem Curb bestätigt, dass ich an dem richtigen Punkt bin, wo ich hin möchte, um das Gas wieder anzusetzen und zu merken, dass sie mir hinten leicht quer kommt. Das größte Problem, woran man sich nachts gewöhnen muss: Du hast deine gleichen Punkte, du hast deine gleichen Bremspunkte, wenn du dich traust. Das Problem ist nur, du siehst nicht 300 Meter früher, sondern gefühlte 50 Meter früher. Dementsprechend ist das Konzentrationslevel auch auf einem ganz anderen Niveau und raubt dir wirklich die letzten Nerven. Das größte Problem, womit ich nachts zu kämpfen hatte, war, dass durch diese ganzen Lichter natürlich viele Schatten entstehen. Du biegst in die Kurve ein und dich überholt dein eigener Schatten, weil jemand hinter dir fährt und dich anleuchtet. Du zuckst
in dieser Lederkombi und könntest unterm Helm schreien, weil du denkst, dass jemand ungebremst rechts an dir vorbeiknallt. Daran muss man sich gewöhnen. Ich bin zum Glück relativ schnell gewesen, konnte mich an die Lichtverhältnisse gewöhnen. Bin, glaube ich, nach der 10., 12. Runde, nachdem ich das zweite Mal draußen gewesen bin, nachts die 5 schnellste Zeit gefahren, womit ich mich zufrieden nachts ins Bett legen konnte. Ihr wisst größtenteils, wie es am Wochenende läuft. Man versucht, das Ganze professionell anzugehen, hat auch eine bestimmte Professionalität und versucht auch, diese beizubehalten. Aber genauso wichtig ist es, vor allen Dingen, wenn wir in so einem großen Team unterwegs sind, wo wirklich bei uns die ganze Harmonie passt, dass es witzige und lustige Momente gibt. Nachdem ihr jetzt wisst, dass jeder Fahrer sein eigenes Quali gefahren ist, wie kommt eigentlich die schnellste Zeit zustande? Was bestimmt die Startaufstellung? Und zwar war das bei uns in Barcelona folgendermaßen. Aus den 4 Zeiten, natürlich die schnellsten Zeiten von dem jeweils gefahrenen Fahrer, wurde eine Durchschnittszeit genommen. Ich habe das Motorrad zwar insgesamt auf den 3. Platz gestellt, in meinem Quali. Durch meine anderen Teampartner und die insgesamt Durchschnittszeit, die genommen wurde, starteten wir von Platz 12. Und ja, Platz 12 war für uns mega, weil unsere Ziele waren andere. Dementsprechend sind wir mit diesem Ergebnis definitiv zufrieden gewesen. Nachdem unsere Nachtsession beendet war und für uns der Tag als erfolgreich absolviert wurde, nachdem wir auch ein mega Quali alle abgeliefert haben, mit dem wir als Team wirklich zufrieden waren, hatten wir abends alle nur noch eine Frage. Und diese wurde bei unserem abendlichen Essen um ca. 0 Uhr besprochen. Wer wird der Startfahrer? Viele Faktoren wurden mit einbezogen. Erfahrung. Wer hatte schon ein Le Mans-Start, wer kennt es, in die erste Ecke mit 60 Leuten einzubiegen? Ich hatte ganz klar meine Meinung geäußert und meine Meinung war, stehen wir in den Top 20, bin ich bereit, den Start zu fahren. Stehen wir außerhalb den Top 20, mitten im Mittelfeld, ist mir das Risiko zu hoch mit den ganzen Einheimischen, mit den ganzen Franzosen, mit den ganzen Belgiern, in die erste Ecke einzubiegen. Nicht, weil alle verrückt sind wir alle, die Motorrad fahren. Es wird mir zu eng und das Unfall- bzw. Verletzungsrisiko ist mir zu hoch, denn es steht noch eine ganze Saison pro Superstock Cup an. Die Entscheidung wurde recht schnell getroffen. Mein Speed war da und mein Speed reichte für ein Top-5-Ergebnis. Würde man nicht darüber sprechen, dass wir an einem 24-Stunden-Rennen teilgenommen haben, weil wir alle wissen, ein Langstreckenrennen wird nicht in der ersten Ecke entschieden, auch nicht in der ersten Runde und auch lange nicht in der ersten Stunde. Dennoch entschieden wir uns dafür, weil das Team Vertrauen in mich hatte, dass ich den Start fahren darf. Und ja, man kann wirklich sagen, ich durfte den Start fahren. Es fühlte sich an, als wäre es ein WM-Lauf. Mein Mechaniker wartete am Anfang der Start- und Zielgeraden. Ich musste den Motor ausmachen, wurde von hinten in die Startaufstellung geschoben. Überall standen Medialeute, Fotografen, Kameramänner, Mechaniker. Die Verantwortlichen, die diese Veranstaltung möglich machen, Zuschauer, die Karten hatten, um in der Startaufstellung bei uns zu sein. Es war unglaublich und ich bekomme heute noch Gänsehaut. Nachdem mein Mechaniker mich zu meiner Startposition geschoben hat, wir das Motorrad richtig hinstellten, hatte ich noch mal schöne 5 Minuten, um durchzuatmen. Warum schöne 5 Minuten? Nein, es waren katastrophale 5 Minuten. 5 Minuten! Darauf zu warten, dass es jetzt losgeht, dass die Fahne geschwenkt wird, dass ich jetzt zum Motorrad rüberrennen darf, waren der reine Horror. Diese 5 Minuten haben sich angefühlt wie eine ganze Stunde. Ich wartete und wartete und wartete. Und das in Barcelona bei wundervollen 35 Grad. I've been giving you the wish. Now you wanna stay the night. Ich rannte zum Motorrad, war langsamer als alle anderen, ich weiß nicht warum, stieg aufs Motorrad, hatte Glück, dass ich das Motorrad schnell anbekomme, wurde leicht angeschubst von meinem Mechaniker und hatte einen wirklich guten Start. Leider wurde ich nach ganz außen gedrängelt, bis auf die weiße Linie, wird sogar deutlich im Video zu erkennen sein, musste das Gas lupfen. Konnte aber sofort das Gas wieder ansetzen, verlor dadurch leider 2-3 Positionen, aber die machte ich auch gut.
In die erste Ecke bog ich ein. War, glaube ich, 6. oder 7. und wusste, ich hatte einiges gut gemacht und sah die ganz schnellen Jungs ganz vorne. Und es war nicht weit weg. Ich versuchte, 2 Überholmanöver zu setzen. Das gelang mir. Kurzer Zeit später kam leider die gelbe Flagge. Es war nicht nur die gelbe Flagge, sondern es war die gelbe Flagge mit Safety Car. Ich wusste, es hat geknallt und es muss in der 1. oder 2. Ecke gewesen. Ich täuschte mich. Es müsste Turn 8 gewesen sein, genau die Kurve, wo ich auch am Anfang des Jahres hingefallen bin. Leider knutschten sich 2, könnte man sagen. Beide Fahrer lagen auf dem Rücken, beide Motorräder waren völlig zerstört. Dies hat weitere 4 oder 5 Runden gedauert, wo wir hinterm Safety Car gefahren sind. Bestimmt 1,5 Minuten langsamer als unsere normalen Rundenzeiten. Ich machte mir Gedanken über die Motortemperatur. Wir bekamen nicht den Fahrtwind ab, sind hintereinander bei 35 Grad gefahren. Unsere Reifentemperatur sank. Natürlich nicht so extrem, als hätten wir draußen nur Lufttemperaturen von 15 Grad. Aber ich zerbrach mir den Kopf. Als ich endlich darauf vorbereitet wurde, dass das Safety Car gleich reinkommt, kam in mir eine wirkliche innere Unruhe hoch. Ich kann es euch nicht erklären. Normalerweise ist es so, ich fahre meinen Start, ich biege in die erste Ecke rein und diese ganze Aufregung ist in Adrenalin umgewandelt. Ich war so aufgeregt, dass ich mir wieder darüber einen Kopf zerbrach, ob sie mich von hinten abräumen. Ich versuchte hinterm Safety Car den perfekten Schwung mitzunehmen. Hatte nur knapp 5 oder 6 Fahrer vor mir und bin mit einem Superspeed auf die Start- und Zielgeraden gekommen. Konnte sofort einen Fahrer überholen, bremste an und bog als 4. in die erste Ecke ein. Und von da an lief das Rennen. Und das Rennen, der erste Stint, war in meinen Augen fantastisch. Ich habe es hinbekommen, diese 35 Runden innerhalb 1,5 Sekunden zu fahren. Und ich habe mich wirklich sehr gefreut, war aber dennoch genauso erleichtert, als ich die Tanklampe gesehen habe und in die Boxengasse gefahren. In die Boxengasse reingekommen, rechtzeitig gebremst, rechtzeitig den Pitlimiter reingemacht, löste ich die Bremse, roll über die weiße Linie und bin in den Pitlimiter gefahren. Es war eine Art von Befreiung. Mein ganzer Körper entspannte sich. Ich wusste, ich habe meinen ersten Stint im 24-Stunden-Rennen geschafft und übergebe den nächsten Fahrer, weil darüber machst du dir Gedanken. Ein ganzes Team steht dahinter. Es ist nicht so, als würde ich im Pro Superstock Cup das Motorrad in die Ecke schmeißen. Dann ärgere ich mich über mich selber. Aber bei einem Langstreckenrennen, bei einem 24-Stunden-Rennen, stehen mehr als nur ein Philipp, ein Papa, ein Tomek und ein Keshi dahinter. Dementsprechend war es eine ganz andere Art und Weise von Verantwortung. Ich sah den Teamchef mit dem großen Schild Box, damit ich genau weiß, wo ich einbiegen muss, denn wir durften auch nicht die Linien von den anderen Boxen überfahren. Ich stellte das Motorrad ab, wurde hinten aufgebockt, sprang vom Motorrad runter, löste meine Hände, denn nur 4 Mechaniker dürfen das Motorrad berühren. Sobald 4 Mechaniker und ein Fahrer das Motorrad berühren, kriegen wir eine Stop-and-Go-Strafe. Wir wechselten alle 2 Stunden die Reifen. Dementsprechend stand nur ein Fahrerwechsel und Tankstopp an. Diesen absolvierten wir perfekt. Das Motorrad ging wieder an, der nächste Fahrer stieg drauf und fuhr raus. Ich guckte noch hinterher, ging in die Box rein, sah alle Gesichter, sah erleichterte Gesichter, dass ich das Motorrad nach dem Start wieder heil in die Box gebracht habe. Der eine oder andere fing an zu klatschen, gab mir einen High Five. Ich zog den Helm aus und war froh. Und diese 35 Runden haben sich nicht lang angefühlt, denn ich hatte Spaß auf dem Motorrad. Und das war mein erster Stint. Den Helm abgezogen, wusstest du, du hast jetzt ca. 1,5 bis 2 Stunden, bis du wieder die Kombi anziehen musst, dich hinsetzen darfst und darauf wartest, dass der nächste Fahrer kommt. Denn ein Fahrer muss immer bereit sein und im Notfall aufs Motorrad springen können. Nachdem ich den Helm abgezogen habe, mich ausgezogen habe, meine Kombi aufgehangen habe, denn ich war leicht geschwitzt bei diesen Temperaturen, ging ich kurz duschen. Eine kalte Dusche tat wirklich sehr gut. Holte mir was Kleines zu essen, versuchte meinen Kalorienhaushalt wieder auf Vordermann zu bringen und legte mich zu unserer Physiotherapie.
Ich muss sagen, ich war nie ein Freund davon. Ist auch ein wenig falsch ausgedrückt. Ich hatte nie die Erfahrung, von einer Physio durchgeknetet zu werden, könnte man sagen. Ich wurde dazu gedrängelt, es sofort nach dem ersten Stint zu machen, obwohl ich mich nicht danach gefühlt habe, weil ich fühlte mich fit und ich fühlte mich gut. Ich wurde eine halbe Stunde lang durchgeknetet und merkte wirklich in meinem Körper Muskeln, die sich entspannen, die nicht mehr verkrampft sind, und ich fühlte mich besser. Wieder die Kombi angezogen, freute ich mich auf den zweiten Stint. Denn ich musste keinen Start fahren. Ich konnte einfach rausräumen, mein Tempo finden und mich wohlfühlen. Spaß haben. Ich bekam das Motorrad auf dem 11. oder 12. Platz übergeben. Und wir waren immer noch mega happy damit. Versteht das nicht falsch. Ich habe wieder einen mega Stint gehabt. Ich habe mich mega wohlgefühlt und kam von Runde zu Runde besser klar. So eine Fahrzeit, so lange auf dem Motorrad zu sitzen, hatte ich auch noch nicht. Deswegen genoss ich vor allem im Ausland, in Spanien, in Barcelona, auf der MotoGP und Formel 1 Strecke jede Runde. Nachdem ich nach 50, 55 Minuten wieder reingekommen bin und ich irgendwann unsere Startnummer auf der großen Anzeigetafel, die in Barcelona Ende der Boxengasse steht, unsere Startnummer sah und von Runde zu Runde weiter nach oben gewandert ist und ich das Motorrad endgültig am Ende des Stints wieder auf dem 4. Platz an meinen Teampartner übergeben habe, habe ich mich sehr gefreut und war ein wenig stolz auf mich. Nach jedem Stint war es für mich eine Angewohnheit, mich aus der Kombi auszuziehen, was zu essen und mich auf die Liege zu legen, damit ich durchgeknetet werde. Und jedes Mal war es wie eine Erleichterung. Ich fühlte mich gut und ich fühlte mich sogar noch besser. Wir nutzten natürlich auch die Zeit, auf die Tribüne zu gehen, weil ich wusste, dass ich noch nicht dran bin und noch meine Stunde oder anderthalb Zeit habe. Denn auch wenn es ein 24-Stunden-Rennen ist und auch wenn das Rennen schon 6 oder 8 Stunden gelaufen hat, am Nachmittag oder frühen Abend kannst du dich nicht einfach schlafen legen. Dementsprechend fuhren wir natürlich auch um die Strecke, gucken uns die anderen Teams an und versuchten noch mal ein paar Infos rauszukriegen. Ich beobachtete unsere Fahrer und wollte einfach ein bisschen zugucken. Es war für uns nicht nur in der Boxengasse sitzen und an der Boxenmauer den ganzen Tag die Motorräder angucken. Natürlich haben wir uns im Fahrerlager auch bewegt. Das Fahrerlager war voll. Wir sind da durchgelaufen. Überall standen LKWs von den Teams. Es war eine professionelle Veranstaltung und damit hätten wir so nicht gerechnet. Wir hatten das ganze Rennen über überhaupt keine Probleme, keine Vorkommnisse, keine Vorfälle, keine Berührungen mit anderen Fahrern. Unsere Fahrer, ich persönlich, wir sind nicht weit gegangen, wir haben uns nicht verbremst, wir hatten nicht Aha-Momente. Es lief alles reibungslos. Unsere Boxenstops liefen immer perfekt. Natürlich hatten wir mal ein Problem, dass irgendwo ein Vorderrad geklemmt hat. Ist natürlich auch klar, dass wenn ein Motorrad unter so viel Dauerbetrieb steht, dass sich das ganze Material einfach ausdehnt. Aber wir hatten keine Probleme. Und auch nach 8 Stunden haben wir uns angeguckt, waren immer noch in den Top 10 drin, an den Top 5 dran, in der EWC-Wertung, in unserer Wertung, sogar auf Podiumskurs. Und wir waren voller Optimismus. Nach 10 Stunden, als es langsam dunkel wurde, als es langsam anfing und wir uns darauf vorbereitet haben, in die Nacht zu gehen, worauf ich mich persönlich, obwohl ich wusste, dass das Anstrengendste vom ganzen Rennen wird, darauf gefreut habe, denn es war eine neue Herausforderung. Nicht jeder freut sich, glaube ich, darauf, nachts um 2 im Wohnmobil geweckt zu werden, um aufstehen zu dürfen, sich aufs Motorrad zu setzen. Ich freute mich und ich war darauf vorbereitet. Es ging zu meinem ersten Nachtstint. Ich bin mir nicht mehr ganz genau sicher. Es müsste 22.30 Uhr, 22.40 Uhr gewesen sein. Nochmals 20 Minuten, halbe Stunde früher als unsere Nachtsession am Freitag. Ich bin rausgefahren. Runde von Runde veränderten sich die Lichtverhältnisse. Es wurde dunkler. Ich sah meine Bremspunkte nicht mehr. Ich sah sie immer schwächer. Ich kam die Start- und Ziel runter und verbremste mich. Und ich verbremste mich, weil ich nicht damit gerechnet habe, dass mein Bremspunkt so schnell kommt. Ich ging weit, war aber kein Problem, verlor wenig Zeit, kam wieder auf die Strecke. Das war mein Aha-Moment. Ich fuhr mein Stint zu Ende und ich fuhr Rundenzeiten, womit keiner aus unserem Team gerechnet hat. Ich war dran an der Spitze und machte wieder Positionen gut. Ich übergab das Motorrad
kam in die Box, zog meinen Helm aus und direkt kam der Finger vom Teamchef. Herkomm bitte, wir müssen einmal sprechen. Ich wusste nicht genau, was er möchte. War aber darauf vorbereitet, dass ich gegebenenfalls nochmals aufs Motorrad springen soll. Leider hatten zwei Fahrer ein wenig Krankheitsprobleme und ein wenig zu kämpfen. Wir wollten sie schonen. Ich war fit, fühlte mich gut und wurde ehrlich und offen gefragt, ob ich in 50 Minuten wieder aufs Motorrad steigen möchte, um meinen zweiten Nachtsinn im Rennen zu fahren. Und ja, ich bestätigte ihm das. Der Plan vom Teamchef war ein anderer. Es sollten zwei Fahrer nach mir fahren und ich sollte dann als Dritter aufs Motorrad gehen und nicht als Vierter. Ich verneinte das. Ich meinte, ich möchte in 50 Minuten aufs Motorrad. Mit welchem Hintergrund? Wenn ich meinem Körper jetzt 1,5 Stunden wieder Ruhe gebe, komme ich nicht mehr hoch. Ich bleibe in meiner Lederkombi den Rhein, wortwörtlich, und war darauf vorbereitet, gleich wieder aufs Motorrad zu steigen. Stefan ist reingekommen, ich wetzte meinen Helm auf, wir hatten einen Reifenwechsel und einen Tankstopp und ich bin mit einem guten Gewissen rausgefahren und freute mich, meinen zweiten Nachtsinn nachzufahren. Ich fuhr die gleichen Rundenzeiten wieder vor. Die Dunkelheit interessierte mich nicht. Es machte mir sogar Spaß und ich nahm es als neue Herausforderung an. 50 Minuten später, wieder ohne Vorkommnisse, auf dem 4. oder 5. Platz, 3. Platz in unserer EWC-Wertung, auf dem Podestkurs, bin ich reingekommen und übergab das Motorrad an Jochen. Jochen fuhr mit neuem Reifen und einem vollen Tank raus. Ich kam in die Box, das Team klatschte und ich begann, mich auszuziehen. Und was dann kurzer Zeit passiert ist, erfahrt ihr jetzt. Nachdem ich mich ausgezogen hatte, nahm ich noch eine kleine Mahlzeit zu mir und legte mich erleichtert ins Wohnmobil. Meine Freundin kam zu mir und wir versuchten ein wenig zu schlafen. Tomek und Philipp waren außerhalb unterwegs. Mit außerhalb meine ich nicht im Wohnmobil. Ich brauchte Ruhe und wollte versuchen, zumindest jede Minute Schlaf, die ich kriegen kann, mitzunehmen. Es hat gedauert, bis ich eingedämmert bin. Die ganzen Motorengeräusche gehen einem wirklich irgendwann auf den Sack. Und das kann man auch genau so sagen. Wir hatten eine Tür in unserem Wohnmobil, was das hintere Abteil in dem Sinne absperrt. Ich war eingedämmert. Irgendwann hörte ich, wie die Tür aufgerissen wird. Es war aber kein bekanntes Gesicht für mich. Nicht so bekannt, dass ich damit gerechnet hätte, dass ich von demjenigen geweckt werde. Es war ein Helfer, Schrauber und Fahrer aus unserem Team, der an diesem Wochenende nicht gefahren ist. Er teilte mir sofort mit, dass Jochen in dem Stint nach mir Probleme hat mit dem Motorrad. Er rollte in der ersten Schikane aus und das Lifetiming und die Überwachung in Spanien war so gut, dass es keine 30 Sekunden gedauert hat und uns sofort mitgeteilt wurde, dass unser Fahrer in der ersten Ecke ausgerollt ist, nicht gequetscht war und das Motorrad versucht, zurück in die Box zu schieben. Mir wurde gesagt, kriegen wir alles hin, schlaf weiter, wir wecken dich, wenn du dich anziehen musst, um wieder rauszufahren. Ich machte mir keine Gedanken und ich machte mir keinen Kopf, versuchte weiter zu schlafen, aber bekam meine Augen auch nicht mehr richtig zu. Keshi liegte neben mir und wir überlegten, was ist passiert oder wie geht es weiter. Kurzerhand war ich aber auch so erschöpft und schlief wieder ein. Ich kann euch nicht sagen, ob es 10 Minuten später war, eine Viertelstunde oder sogar eine Stunde später. Ich werde wieder geweckt und es ist wieder Hannes. Hannes sagte mir, dass wir ein größeres Problem haben. Der Motor muss raus. Der Motor war schon ausgebaut, nachdem ich 10 Minuten später aufgestanden bin, um einmal die Lage in der Box abzuchecken. Ich bekam es nämlich nicht mehr übers Herz, ein Auge zuzudrücken, war aber auch so voller Aufregung in mir, dass ich aufstehen musste, um zu gucken, was los ist. Ich kam zu spät, könnte man sagen. Das ganze Team, alle Mechaniker haben innerhalb 1,5 Stunden einen Motor ausgebaut, der kochend heiß war
einen Kühler abgenommen haben, eine Krümmeranlage abgebaut haben, um diesen Motor schnellstmöglich aus dem Motorrad rauszubekommen. In der Zwischenzeit schraubte laut Erzählungen, was ich gesehen und gehört habe, ein weiterer Mechaniker unseren zweiten Ersatzmotor auseinander und hat den Kopf vorbereitet, dass wir gegebenenfalls Ersatzteile umbauen können. Und das war auch gut so. Und es war auch eine perfekte Vorarbeit von Lukas, der sich, glaube ich, auch sehr gefreut hat, den zweiten Motor in dieser Kürze von Zeit vorbereiten zu dürfen. Der Motor war draußen, der Motor wurde von Yannick höchstpersönlich aufgemacht und schnell wurde festgestellt, dass ein Ventil abgerissen ist. An sich überhaupt kein Problem. Denn der andere Motor wurde vorbereitet, der Kopf war ab und das Ventil, das neue Ventil, war relativ schnell draußen. Sie bauten das neue Ventil in den Motor ein, bauten den Motor zusammen und steckten den Motor in das Motorrad wieder rein. Das ganze Team brauchte knapp über 1,5 Stunden für diese komplette Arbeit. Und wir alle wissen, auch wenn wir 55 Runden in diesen 1,5 Stunden verloren haben, dass 1,5 Stunden für diese Arbeit nicht lang ist. Und als das Motorrad gestartet wurde und die ersten Gasstöße gegeben wurde, viele Kameramänner, Medialeute, andere Mechaniker aus anderen Teams in unserer Box standen, vor der Box, und geklatscht haben, als das Motorrad ansprang und die ersten Gasstöße gegeben wurden, kam ein Punkt von Erleichterung. Wir freuten uns alle. Unser Fahrer war vorbereitet. Sascha war vorbereitet, stand im Kombi angezogen, mit Helm auf, Handschuhe an. Die neuen Reifen waren im Motorrad drin. Die Reifenwärmer wurden abgezogen. Und es sollte losgehen. In dem Moment, als es ruhiger wurde, alle Leute aufgehört haben zu klatschen, haben sich Yannick und ein weiterer Mechaniker ganz tief in die Augen geguckt. Es war wie ein Blick im Film. Ich hoffe, das Video kann es euch widerspiegeln. War es ein Blick wie im Film? Es kam ein leichtes Kopfschütteln, ein senkender Kopf, das Motorrad wurde ausgemacht und ein Teamchef mit voller Emotion, voller Adrenalin machte den Motor aus, drehte sich vom Motorrad weg und ging hinter die Boxenabsperrung. Auf dem Weg stand ein großes Fass mit Sprit drin. Leider spielte unser Teamchef Fußball mit diesem Fass. Denn ganz schnell wurde rausgehört, dass wir einen Lagerschaden haben. Und dass es keinen Sinn mehr hat, nach 13,5 Stunden auf die Strecke rauszufahren. Das war's. Das Rennen war für uns vorbei. Egal, wer vor der Box stand oder geklatscht hat. Das Motorrad lief wieder, ja. Aber nicht alle haben gehört, dass wir einen Lagerschaden haben. Und es war eine emotionale Angelegenheit. Leider verpasste ich genau diesen Moment. Leider ist vielleicht auch das falsche Wort. Ich kam zu spät, ich kam nach dieser Angelegenheit, denn ich sollte mich ausruhen, schlafen und Kraft sammeln für einen weiteren Stint, damit wir das 24-Stunden-Rennen zu Ende fahren können. Aber es kam leider nicht dazu. Ich übergab das Motorrad auf dem 4. Platz, auf dem 3. Platz in der EWC-Wertung und ich ging mit einem guten Gewissen ins Bett. Aber keiner von uns steckt im Motor, im Material oder in irgendwelchen Köpfen von anderen Menschen. Und diesmal hat das Material leider versagt. Ja, wir haben eine Vermutung, warum. Und das Ventil abgerissen ist. Und nein, wir hatten keinen getunten Motor. Schlussendlich können wir festhalten, wir haben das 24-Stunden-Rennen nicht beendet. Hätte, hätte Fahrradkette. Wir haben Erfahrung gesammelt für nächstes Jahr. Unser Plan ist es, nächstes Jahr wieder anzugreifen. Wiederzukommen und zwar noch stärker. Und dass wir nächstes Jahr die Zielflagge sehen. Und genau darauf freue ich mich.
I've been giving you the rush.